Golem. Ach doch, hier waren wir schon. Ach, wir wollten weiter, oder? Kann das sein? Oh ja, ganz nebenbei, herzlich willkommen. Zu Neverwinter Nights 1, ja. Rapunzel heißt euch natürlich auch willkommen. Ich heiße euch willkommen. Ja, Rapunzel, das hast du schön gesagt. Haben wir denn noch alle Tassen, Zauber im Petto? Ja, ich glaube schon. Wir sind ausgeruht, wir haben genug Sachen verkauft. Wir reisen jetzt mal zu Ebene 5. Weil wir es können und gleich am Anfang der Folge einen Startbildschirm, einen Ladebildschirm, das ist doch super. So, jetzt bin ich mal gespannt, welche Art von Rätseln uns hier erwartet. Zum Beispiel das Rätsel der nicht angestellten Uhr. Achso, die Map war nur so groß, dass ich mich etwas gewundert habe. Hallo? Ich will eigentlich gar nicht... Kultist, tschüss! Wir können auch ein bisschen buffen. Ja, Beistand. Beistand ist nicht zu verwechseln mit Beischlaf. Das sind zwei verschiedene Dinge. Beiständer. Nein, ein Beiständer ist was anderes. Ich entzeuge. Kennt ihr den Beiständer-Effekt? Oh. Der Beiständer-Effekt besagt, je mehr Zeugen anwesend sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass einer von denen hilft. Ja. Wir sollten Lino vielleicht mal helfen. Wenn wir schon von dem Thema sprechen. Oh, ich bin der goldene Akrolyt. Oh, du machst dich sichtbar, um mir ins Gesicht zu schlagen. Eine Dame! Du Schurke! Streckige Schüft! Du weißt schon, dass ich hier eine sehr hohe Elementarresistenz auf meiner Rüstung habe. Wie, mein Vertrauter ist tot. Frechheit. Und das Einzige, was der Herr dabei hatte, war Bier. Ja, das hat man seinen Zauberkünsten, um ehrlich zu sein, auch ziemlich angemerkt, dass er Bier gescheffelt hat. Beistand haben wir schon. Wie wäre es denn mal mit... Nur leichte Wunden heilen können wir mal verbrauchen. Und vielleicht nochmal. Mittelschwere können wir irgendwann bei Zeiten auch verwenden. Jetzt... sehen wir erstmal zu, was uns das ganze gute Stück hier mal anzeigt. Schon wieder Wind am Lagerfeuer. Licht und Dunkelheit. Bla bla bla. Nein, ich möchte meinen Rucksack nicht dorthin legen. Wieso sollte ich? Ich verstehe dich nicht, Spiel. So, was? Hier lag doch sicher auch irgendwie so ein Buch herum. Was ist das? Kennt jemand dieses Symbol? Ist das auch aus einem Spiel oder so? Oder ist das einfach nur ein Symbol? Ich weiß es gerade nicht. Also falls jemand das kennt, einfach mal in die Kommentare hauen. Gut. Den Bücherhaufen, da sind noch irgendwelche Überreste. Ein Stillzauber. Yeah, den hätte der Herr Windelhelm dringend gebraucht. Oder wir auch, um Herrn Windelhelm zur Ruhe zu zwingen. Oh, ich sehe Fallen. Drei an der Zahl, sogar vier. Es sieht episch aus. Ich bin sehr beeindruckt. Na, hast du es geschafft? Da rechnet man fest damit, dass Malani etwas tut. Und dann tut sie wieder nichts. Verwirren dich die Fallen oder was? Ich glaube, wir müssen mal diesen hier machen. Und dann einschlagen? Nein, bitte aufsperren. Malani, was ist mit dir los? Hängst du fest oder was? Ich fürchte, genau das ist das Problem. Gut. Folgendes. Begrüßen kann sie auch nicht. Was kannst du eigentlich? Liebe Malani. Wir entlassen sie mal kurz. Dann... gehen wir hier kurz weg, verkaufen die Schriftrolle, rasten, damit wir sie wiederholen können. Ich grüße euch. Ja, wir haben ganz viele tolle, unglaubliche Sachen gefunden seit dem letzten Mal, nämlich diese Schriftrolle. Gut. Dann rasten wir aus. Ja. Nee, die Folge bei Neverwinter Nights 2 gerade ist relativ lustig. Da machen wir sozusagen Rechtsberatung mit Swings allein.
Und zwar haben wir da einen werten Herrn, der einen Vertrag, einen Pakt mit einem Teufel geschlossen hat und diesen Vertrag, der zu diesem Pakt gehört, nicht einmal richtig gelesen hat. Das ist nicht unbedingt ratsam. Oh nein, ist es nicht. So, jetzt von vorn und vielleicht klappt es diesmal auch. Sperre sie auf. Ja, jetzt funktioniert. Sie ist irgendwie in der Tür festgeglitscht und konnte sich deswegen nicht rühren. Können wir Türen öffnen? Tatsächlich. Oha. Gut. Wir entschärfen einfach mal munter. Wenn wir schon mal in Malanis Form sind und glitzern und Staub vor uns hinwerfen, dann können wir das doch auch tun. Falle markieren. Wie sähe das denn aus? Falle wird angezeigt. Ja, okay. Leider nicht auf der Map, oder was? Das ist, glaube ich, wichtig, wenn man jetzt ein Koop-Spiel spielt und als Schurke etwas erkennt, was die anderen nicht erkennen können. Dann wäre das, glaube ich, sinnvoll. Andernfalls nicht. Also hier macht es nicht so viel Sinn. Hier ergibt es nicht so viel Sinn. Verzeihung. Sinn machen ist ein Anglizismus. Und ist jetzt so nicht ganz korrekt, hat sich aber inzwischen relativ eingebürgert. Ach, wozu habe ich eigentlich die Ansicht von Malanie wieder verlassen? Na, das hat auch funktioniert. Ah, ein Portal schon für die 8. Ebene. Ich dachte, es gibt nur 7, weil 7 eine magische Zahl ist. So eine, vom Märchenstandpunkt aus. Wow, und eine ganze Silberhalskette. Ich bin begeistert. Was Besseres haben wir noch nie in unserem Leben gefunden. Never. Abgeschlossen, Malanie. Walte deines Amtes. Oh. Der Herr ist wieder mal unsichtbar. Wo bist du denn? Zeig dich mal. Ach, hier. Gut. So, dann stellen wir uns mal hinter ihn. Können wir hier irgendwas machen? Spürt den Zorn der Gerechten. Mie, mie, mie. Ich spüre dich. Wie die beiden Frauen um ihn herum stehen und ihn einfach abstechen. Guck mal, ich hab da was für dich. Autsch, waren das Feuerpfeile? Die haben ja nichts genutzt. Mein lieber Freund und Kupferstecher. Das kann ich auch. Ich hab mehr davon. Und du bist tot. Dafür sind wir verletzt und auch fast tot. Wir könnten mal von Linus... Meine Macht ist ohne Gleichen. Meine Gleichen ist ohne Macht. Ja, das finde ich aber auch. Ich brauche Kümmer. Heilt euch um mich. Ja. Sinnlose Satzverwurstungen. Was für ein Fall? Durchdringungsbolzen. Gar kein Pfeil. Pech gehabt. Wow, eine Goldmünze. Aber es ist wenigstens mal was, was man an diesem Ort so erwarten würde. Also man erwartet hier keine Haufen Gold. Es ist nämlich einfach nur eine Abstellkammer. Ich persönlich habe in meiner Abstellkammer auch keine Haufen Gold haufenweise herumliegen. Oh mein Gott. Oh nein, Igitt, Igitt. Ich hasse rotes Larz. Was zur Hölle war das? Ich glaube, die haben sich gerade gegenseitig ausgenockt. Kann das sein? Uba, biba, buba. Oh, nicht mal an die Boxen. Ich hasse euch. Unser Vertrauter ist schon wieder tot. Und die rufen sich alle gegenseitig her. Das finde ich nicht gut. Ja, es nutzt ihnen aber nichts. Gut. Können wir vielleicht rein zufällig? Haben wir hier was Schönes, außer eine Slatzunge? Bäh. Nein, bah, wer braucht schon Slatzunge? Wahrscheinlich brauchen wir die wieder für irgendein Rätsel. Sind Feinde in der Nähe? Ist ja gut. Ruhig, Brauner. Das müsst ihr mal zu einem Nazi sagen. Dann kriegt ihr, glaube ich, ganz schön eine reingewirkt. Das ist natürlich nicht komisch. Ach ja, Filmzitate, oder
ja, alte Cowboy-Film, Dings, bla, Western, Reit, keine Ahnung, irgendwelche Filme wird es schon geben mit diesen legendären Sätzen, die angeblich legendär sind und wahrscheinlich sind die einfach nur hausgemacht, wie immer. Dazu sind Legenden da. Mhm. Dass man sich Sachen zusammenspinnt, die dann am Ende gar nicht so waren. So wie Darth Vader nie zu Luke gesagt hat, Luke, ich bin dein Vater. Ich glaube, das hat er so auch nie gesagt. Das ist ja wie die Petri. Das habe ich so nicht gesagt. Mhm. Ich hoffe, ihr habt an meinem Tonfall gemerkt, wie ich zur AfD stehe. Aber wir sind hier nicht, um Politik zu machen. Oder besser gesagt, wir sind hier nicht, um über Politik zu sprechen. Wir sind hier, um einem anderen fiktiven Politiksystem mal kräftig in den Dings, ne? Also, in meinem Gehirn haben sich gerade mehrere Sätze verbunden und es klang alles nicht besonders vorteilhaft, sag mir das mal so. Was haben wir jetzt hier wieder? Oh nein, kein Gedankenschen, Dings. Schlachtenverschlinger. Sehr schwierig. Diese ehemaligen Intellektfresser, ja. Intelligent, hallo. Wurden gezüchtet, um im Unterreich als Spione und Boten zu agieren. Sie sind praktisch unzerstörbar, haben aber ihre paranormalen Fähigkeiten verloren. Ach so. Unzerstörbar? Tatsächlich. Ich werde mich an euren Schmerzen und eurer Angst weiden. Ja, versuch mal. Bist schon schwer verwundet. Oh, süß, es macht Hundegeräusche. Ich werde mich an eurer Weid ängstigen. Ja. Zaubere stecken zum Verrecken. Ja. Ihr seht, geistiges Niveau. Um 21.01 Uhr. Das mag auf den ersten Blick vielleicht nicht gerade spät wirken. Aber wir haben Herbst, es ist schon wieder dunkel. Irgendwie deprimiert mich das. Und wenn man jeden Tag um 5 Uhr aufsteht, ist 21 Uhr schon ein bisschen später. Niedermagier. So, oh. Das war vielleicht nicht so schlau. Wir bomben hier einmal. Geplättet. Dann kriegt der Kultist noch eine reingewirkt. Dann verschwinden wir einmal ganz kurz. Ruhen uns einmal aus für die mächtigen magischen Geschosshagel, wenn wir es dann können. Und ich sage, wir sehen uns ausgeruht mitten im Kampf wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und natürlich.